Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Botschaften und Energien von Kommandant Ashtasharan, Meister Saint-Germain, Erzengel Metatron, Meister Merlin, Lady Nada und Lady Portia zum Vollmond an der Waage am 25.03.2024. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Kosmos, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf. Und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren in deinen Lichtkörper bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein. Und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen, behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen. Und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakra-Blüten, die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du auch schon die Präsenz von Kommandant Ashtasharan, der jetzt zu dir sprechen möchte. Dies ist ein Teilaspekt von Ashtasharan, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem
kraftvollen und intensiven Channeling, um dich zu synchronisieren mit dem Vollmond in der Waage am 25.03.2024. Es ist die große Energetik des Ausgleichs und der Balance, der Zentrierung in deinem Sein, insbesondere in deinem Herzen, die zu diesem Vollmond intensiv für dich erfahren werden kann, und der Ausgleich deiner Gefühle, der Ausgleich deines Verstandes in deinen Gedanken und der Ausgleich in deinem Energiefeld kann vieles in Balance und Gleichgewicht kommen zu diesem Vollmond und dich anfüllen mit neuen Frequenzen, mit einer neuen Bewusstheit deines Seins in Verbindung mit anderen Aspekten, die sich jetzt in deinem Bewusstsein zeigen können. Dies sind vor allem Aspekte, die dir vielleicht schattenhaft in deinem Sein hochkommen mögen, die in dir schlummern, in deinem Unter- oder Unbewusstsein, und sich jetzt ans Tageslicht begeben, um von dir angenommen und geliebt werden zu mögen, so wie es für dich angenehm ist. Kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich in der Waagefrequenz verbinden mit der liebenden Energetik des Ausgleichs und Balance, mit der Energetik der bedingungslosen Liebe, in der für dich richtigen Frequenz, in dem für dich richtigen, angenehmen Sein. Dies meint vor allem, dass du dich wohlfühlen kannst zu diesem Vollmond und dich in dir selbst in Liebe und angenommen sein, angekommen fühlen wirst, so wie es für dich angenehm ist. Kann dieser Vollmond dir eröffnen, wie sehr stark du in deiner Selbstliebe jetzt schwingst und wo möglicherweise Anteile in dir sind, die diese Selbstliebe blockieren, in der Frequenz dich aus der Galaxis und Intergalaxis jetzt in dein Sein hineinzubegeben, hineinzubeamen, so wie es für dich angenehm ist. Fließen jetzt Energetiken aus der Venus in dein Energiefeld, in deinen Körper und verbinden dich mit den venusianischen und venusischen Kräften, so wie es für dich und dein Sein angenehm ist. Kannst du spüren, wie du zu diesem Vollmond vollmundig, voll gefüllt wirst mit den liebenden Frequenzen, die dich ausgleichen und ausbalancieren. Ist es ein Vollmond, der sehr stark im Kollektiv aktivierend wirkt in Bezug auf Beziehungen und Verbindungen, wie sie sich transformieren und Ausgleich und Balance hergestellt werden kann in der Frequenz der Liebe, der bedingungslosen Liebe, die sich jetzt in deinem Feld noch tiefer erfahren lässt, noch intensiver, kannst du mit dir selbst in Liebe sein und mit anderen Menschen, so wie es für dich angenehm ist. Wird aus Venus besondere Frequenz geleitet, die in diesem Vollmond noch tiefer spürbar ist und es dir erleichtert, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, auch in Verbindung mit anderen Menschen, insbesondere in deiner Begegnung mit anderen Menschen. Dies meint ein Gespräch, eine Kommunikation. Dies meint auch die sexuelle Begegnung, die intensiv in diesem Vollmond noch tiefer erfahren werden kann, in dir selbst sexuelle Themen zu transformieren und gleichzeitig in der Begegnung mit anderen Wesen deine Sexualität neu zu erfahren, so wie es für dich angenehm ist. Diese Transformation der sexuellen Energetiken ist zu diesem Vollmond in Verbindung mit der Halbschattenmondfinsternis eine neue Frequenz, die erzeugt, dass die Sakralchakren sich neu ordnen und sortieren, dass sie in eine neue Frequenz gelangen, die verbunden wird mit der Venus-Energetik und jetzt für dich spürbar ist über die silberkristallin rosafarbenen Frequenzen, die jetzt fließen und dein Sakralchakra intensiv klärt und reinigt, verbunden mit deinem Erdsternchakra, deinem Wurzelchakra und den oberen Chakren, die du jetzt ausgleichend in dir fühlen und spüren kannst. Ist es ein Aspekt, der diesen Vollmond intensiv und tief begleitet und den du in dir selbst spürst, wie du nach Ausgleich und Balance strebst, in all deinen Ebenen deines Lebens, in all deinen Themen, in all dem, was dich beschäftigt, emotional, rational, mental und physisch. So kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich unterstützen in diesem Prozess in Verbundenheit mit den Frequenzen von Meister Saint-Germain, der jetzt zu dir sprechen wird als ein Teilaspekt. Dies ist ein Teilaspekt von Saint-Germain, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven, kraftvollen Channeling, welches dich öffnet für die liebenden Frequenzen des Ausgleichs und der Balance aus den verschiedenen Schichten und Ebenen, werden zu Hilfe eilen aus den verschiedenen Frequenzbereichen der galaktischen Tore, der Akasha-Stern-Tore, der Sternbilder, Planeten und Planetenkonstellationen, verschiedene Energetiken, die die venusische Kräfte in deinem Sein stärken und es dir erleichtern,
noch tiefer in diese Kraft hineinzutauchen, dich mit der Venus noch tiefer zu verbinden und auch verschiedene Aspekten, die aus der Zentralsonne zu dir fließen können, so wie es für dich angenehm ist, kannst du spüren, wie die Frequenzen jetzt dein Sein intensiv transformieren und du mit weiß, rosa, gold, violettfarbener Frequenz verbunden mit Platin und Kristallin deinen Energiekörper reinigst und klärst, intensiv vorbereitest auf diesen Vollmond und im Vollmond dich selbst ausgleichst, alle Aspekte, die nicht ausgeglichen sind in dir selbst oder mit anderen, dir ersichtlich werden, wenn du dich darauf konzentrierst, dies meint nicht nur deine materiellen Besitztümer und Geld, sondern auch ganz besonders deine Emotionen, Gedanken und Gefühle. Kannst du dich in diesem Aspekt neu spüren und die silberkristallin-diamantfarbenen Frequenzen in dir fühlen, die dich neu ausrichten in diesem Prozess, in der Integration höherer Energetiken zu diesem Vollmond in der Waage. So wird ein Teilaspekt von Erzengel Metatron jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Metatron, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven, kraftvollen Channeling, welches dich vor allem mit dem Aspekt von Erzengel Karmuel verbindet, um übergeordnet die Liebesfrequenz in deinem Sein zu stärken und aus deinem Herzen heraus die Liebe zu sprechen, so wie es für dich selbst und andere Menschen angenehm ist, kannst du spüren, wie die Sprache der Liebe jetzt noch tiefer erfahren werden kann in deinem Sein. Und du mit den Worten der Liebe anderen Menschen deine eigene Liebe zum Ausdruck bringen kannst und gleichzeitig eine andere Energetik erzeugst in deinem Körper, im Schwingungsfeld zwischen dir und jemand anderem und die Liebe in deinem Herzen spürst, in Verbundenheit mit dem Herz des anderen. Dies kann in einer Partnerschaft oder in einer Verbindung der Freundschaft geschehen und gleichzeitig auch in einer Verbindung mit Familienmitgliedern oder anderen Menschen, mit denen du im Herzen verbunden bist, in bestimmten Situationen deines Seins. Aus den Engelsgefilden fließen jetzt kristallin-diamantfarbene Frequenzen verbunden mit zartrosa und pink, um deinen Lichtkörper zu öffnen, zu reinigen und zu klären und es dir zu erleichtern, in der Liebessprache zu schwingen und aus dieser Energetik heraus dich zu konzentrieren auf dein 14-dimensionales Herzbewusstsein, auf die Frequenzen, die jetzt dein Sein öffnen, reinigen und klären und es dir erleichtern, in Liebe zu sein, mit dir selbst und anderen Wesen, vielleicht auch ohne Sprache, vielleicht in deinem Gefühl und deinem Gespür, vielleicht in dem, wie du Energien und Vibrationen sendest, bewusst oder unbewusst, zum anderen. Die Energetiken aus den Feldern von Erzengel Karmuel und meinen Aspekten können dich darin unterstützen, diese Frequenzen zu stärken und zu nähren, zu potenzieren, so wie es für dich angenehm ist. So wird ein Teilaspekt von Meister Merlin jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Merlin, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven und feinätherischen Channeling, welches dich verbindet mit der Kraft der magischen Transformation deines Seins in Verbindung mit der Liebe zu dir selbst, in deine Selbstermächtigung jetzt zu gelangen und aus der Magie heraus neue Techniken und Instrumente zu entwickeln, die dich daran unterstützen, diese Magie der Liebe in dir selbst und anderen Wesen zu spüren und zu fühlen. Spüre die Frequenzen, die jetzt fließen über die Aura und das Herzchakra dieses Mediums aus meinen Gefilden, um dich mit der Kraft der Liebe in der tiefsten Klarheit und Bewusstheit zu verbinden, in der tiefsten Seinsebene deines Herzens, in dem tiefen Herzraum, in dem du dich jetzt vielleicht visualisiert vorfindest, in deinem eigenen Herzen verbunden mit den Kräften der magischen Anziehungskraft deines Herzens, die aus der Liebesenergie heraus sich ergibt und sprudelt aus deinem Herzen heraus in dein Energiefeld, in das Feld zwischen dir und einem Gegenüber. Spüre dein übersprudelndes Herz jetzt intensiv in deinem Sein, wie es die Energien fließen lässt aus dir heraus, in deinen gesamten Energiekörper, in andere Energiefelder und du pure, klare, reine Liebesenergie in dir spürst und schwingst voller Klarheit und kristallklarer Energetik aus der magischen Energie heraus. Kannst du dich mit mir zu diesem Vollmond in deinem Aspekt verbinden, um Botschaften zu erhalten, die dich in der Liebeskraft stärken und vielleicht auch die verschiedenen Aspekte deines Seins, wie du Liebe kanalisierst, kommunizierst und anderen Menschen angedeihen lässt,
neu betrachten möchtest. Um dich darin zu unterstützen, wird jetzt ein Teilaspekt von Lady Portia zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Lady Portia, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven Channeling, um dich auszurichten, dass die Kräfte jetzt zu diesem Vollmond intensiv in Balance und Gleichgewicht kommen und Gerechtigkeit aus dem Karma-Transformationsprozess jetzt zu dir fließt, in dem Sinne, wie bestimmte Aspekte in deinem Sein sich ausbalancieren mögen. Dies meint vor allem, wo Gerechtigkeit walten darf, jetzt Gerechtigkeit waltet und sichtbar ist in den nächsten 14 Stunden, in den nächsten 14 Tagen, in den nächsten 14 Wochen. Die Kraft der Zahl 14 in dir selbst zu entdecken und darüber hinaus ihre Potenzierung und Quersummen für dich zu nutzen, könnte in deinem Aspekt wichtig sein, um dich in deiner eigenen Herrschaft weiter zu bewegen in deinem Sein, die Herrschaft in deinem Energiefeld, die Herrschaft deines Geistes, in dem Sinne, wie er potent und hochfrequent dein Energiefeld beherrscht und dich zu einem strahlenden und lichtvollen Wesen hochhebt in die nächste Dimension, die siebendimensionale Frequenz deines Seins. Kannst du fühlen und spüren, wie diese Energien fließen und dich mit der Karma-Energetik neu verbinden, mit dem karmischen Rad und allen Ausgleichsthematiken, die jetzt für dein Sein angenehm und wichtig sind. Kannst du spüren, wie meine Kraft in dein Feld fließt und dich in diesem Prozess unterstützt in der höchsten Frequenz, um Karma aufzulösen, Karma zu transformieren, Karma zu evaluieren. Dies meint auch, wie Karma sich in deinem Sein auswirkt und du möglicherweise jetzt erkennst, was die übergeordnete Energetik von Karma ist. Zu diesem intensiven und kraftvollen Vollmond in der Waage bin ich an deiner Seite, um dich darin zu unterstützen, diese Frequenzen zu stärken, dass Heilung und Balance stattfinden kann, so wie es für dich selbst und das Kollektiv angenehm ist. So wird ein Teilaspekt von Lady Nada jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Lady Nada, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem kraftvollen Channeling, welches dein Herz tief und hochschwingend transformiert, in die Waagefrequenz, die Liebe, die wahre Liebe in dir zu spüren, aus der Energetik heraus, dass ausgleichende Prinzipien auf Planet Erde im dualen System sich jetzt in eine neue Form geleiten und ich an deiner Seite bin, um dein Herz zu transformieren, deine Frequenzen deines Herzens jetzt weicher, tiefer fühlen zu lassen und alte Wunden zu heilen, die in deinem Sein vorhanden sind, die du jetzt transformieren kannst. Konzentriere dich, wenn du magst, auf dein Herz und spüre hinein in deinen Herzraum, um die alten Verletzungen und Wunden zu spüren, die noch nicht transformiert sind und sich jetzt transformieren wollen. So wie es für dich angenehm ist, kannst du spüren, wie du loslässt und durch die Energetik der kristallinen Struktur verbunden mit dem Aspekt von Rosa dein Herz sich öffnet, reinigt und klärt in eine neue Energetik, in dein Herzbewusstsein, in dein 14-dimensionales Herzbewusstsein, kannst du spüren, wie die Energien fließen, gereinigt und geklärt dein Herz jetzt kristallklar vor dir liegt und es dir vermitteln möchte, was es sich wünscht. Dieser Vollmond ist explizit dafür geeignet, die Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, dir selbst und anderen gegenüber in Liebe und Bewusstheit, in Sanftheit und in einer Gleichmäßigkeit, die für dich fühlbar und spürbar ist, über das ewig sich ausgleichende Prinzip der dualen Welt, der bedingungslosen Liebe, die jetzt eine besondere Form annehmen mag, in deinem Herzen. Kannst du spüren, wie dieser Ausgleich und diese Liebe sich anfühlen und deine Hand auf dein Herz legen, um noch tiefer hineinzufühlen in diese Kraft der Liebe, die sich jetzt ausdehnt in deinen gesamten Körper, in dein gesamtes Sein, in diesem Vollmond der Liebe, in diese Kraft der übergeordneten Transformation, in die bedingungslose Liebe, in das Alleinsbewusstsein, in das liebende Herz, in das kristalline, kristallklare Herz. Ja, das waren die Botschaften und Energien der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen für dieses Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier
auf dem Kanal von Live Your Spirit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Vollmond und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.